Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Der Onkel war mal wieder in Holland, also in den Niederlanden, und ich habe euch besorgt Rockstar Refresh Strawberry Lime Flavor. Also bleibt dran. Yo, Rockstar Refresh. Bei uns gibt's diese kleinen Dosen auch Rockstar, aber die heißen irgendwie anders da. Und da ist dasselbe drin, was sonst auch immer drin ist. Also, ne? In Holland gibt's die als Refresh-Version. Und diese hier ohne Zucker, ne? Ohne Zucker und so weiter und so fort. Mit Strawberry, also mit Erdbeere. Limone Flavor. Yummy, yummy. Und, naja. Da musste ich sie einfach holen. Ich musste sie einfach für euch holen. Und musste sie testen. Ich war im Jumbo-Markt meines Vertrauens in Holland. Da gehe ich ja gern mal hin. Und wenn ich da was Cooles entdecke, muss es mitgenommen werden. Ist einfach so. Und zwar haben wir hier 11 Kilokalorien für die ganze Dose. Die ganze Dose sind 250 Milliliter und die ganze Dose hat nur 11 Kilokalorien. Ich glaube, so langsam brauche ich eine Brille, Leute. Man wird halt alt. Zucker, 0 Gramm Zucker. Wunderbar. Und 11 Kilokalorien, das heißt dann ungefähr, also ich lese es ja hier ab, ne? 4 Kilokalorien auf 100 Milliliter, das ist absolut in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Und wenn der Geschmack auch noch hält, was er verspricht, also Erdbeeren mit Limette, das stelle ich mir gewagt vor. Gewagt, aber geil stelle ich mir das vor. Gewagt, aber geil. So könnte man es am ehesten, glaube ich, beschreiben. Ja, das Design hier. Also, hier, diese Detailhaftigkeit, seht ihr das? Seht ihr das? Diese Details, das ist einfach nur klasse. Ja, ist das eigentlich vegan, das Zeug? Es ist aus Alu, es ist kein Pfand am Start, deswegen ist es aus Holland. Vegan, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, es ist nicht vegan. Ah ja, gut. Ich glaube nicht, dass es vegan ist. Okay, also das allein das Design sind schon 5 Sterne. Aber das Auge trinkt mit, sage ich mal. Das klingt richtig geil nach Dose. Sorry Leute, aber ich fände es immer geil, wenn ein Getränk aufmacht. Dieses Geräusch, dieses Tsch, so wie eben. Das finde ich geil. Das brauche ich irgendwie, um es geil zu finden. Ja. Michael ist auch im Start, also schenken wir ein. Ja. Und es ist. Sowas passiert im Übrigen, wenn man nach dem Becherwaschen den Becher nicht abtrocknet. Dann hat man hier dieses. Na? Naja. Hier. Also es sieht aus wie ein schöner, feiner Rosé. Es hat starke Bubbles, es hat aber auch kleine stehende Bubbles, wie ihr sehen könnt. Und es riecht wie wie Erdbeerherzen. Ich sag mal, das beste Beispiel, das kräftigste, was es für mich an Erdbeer gibt, sind diese komischen Erdbeerherzen. Das ist das kräftigste an Erdbeer, was es gibt. Und wie das Weiße innen drin von diesen Erdbeerherzen, so riecht das hier. Also designmäßig ganz klar 5 Sterne von 5 möglichen, die müssen einfach sein, ja. Ich würde sagen, Leute, Prost. Oh, wow, es schmeckt
nach Erdbeere, es schmeckt nach Limette. Die Erdbeere übertüncht die Limette ein bisschen, aber die Limette zieht sich von hinten so ein bisschen hinein ins Geschehen. Also es ist ein ausgeglichener Kampf quasi zwischen Erdbeere und Limette. Das ist Wahnsinn. Irgendwie bin ich ein bisschen verschnupft. Warum eigentlich? Ja. Also, Wahnsinn. Einfach nur geil. Jetzt bereue ich schon und bin traurig darüber, dass ich davon nicht mehr geholt habe. Das nächste Mal, wenn ich nach Holland komme, werde ich mir von denen ein paar holen. Und mal gucken. Je nachdem, wie viele Abos ich habe. Ich würde vorschlagen, wenn ich mal die 10.000 Abos geknackt habe, dann werde ich ab und an mal so Getränke als Shoutout für euch rausgeben. Ja, ich werde die, wenn ich irgendwo im Ausland bin, die besorgen und dann eine kleine Verlosung machen. So, was weiß ich, 5 oder 6 von diesen oder 10 von diesen Dosen hier. Also voll natürlich. Gucken wir. Na, also ist für euch die Zeit gekommen, jetzt auf den Abo-Button zu drücken, na, damit wir das Ziel erreichen. Da gibt es auch was zu trinken für euch. Verspreche ich euch, euer Onkel. Ja, dann, also vom Geschmack her ganz klar 5 Sterne. Das ist Wahnsinn, wie geil das schmecken kann. Warum gibt es das denn in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich find's geil. Jo, Rockstar, wenn ihr das hier seht, bringt das in Deutschland raus. Es lohnt sich, meines Erachtens nach. Eieiei, ich bin so verschnupft, ey. Das gibt's gar nicht. Es lohnt sich. Und für euch alle da draußen, lasst ein kleines Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr es findet, wenn ihr das schon kennt. Die gibt's in jedem Jumbo-Markt in den Niederlanden zu kaufen. Also gönnt euch, wenn ihr in Niederlanden wohnt oder nebendran wohnt und da irgendwo ist ein Jumbo-Markt, dann fahrt doch mal rüber einfach und gönnt euch da. Ne? Wenn ich dieses Rockstar finde im Amazon, ist es unten drin. Wenn nicht, sind andere Rockstars unten drin im Amazon oder andere Produkte, andere coole Sachen von Rockstar. Wenn ihr Rockstar-Fans seid, wenn ihr es lieben, da sind geile Sachen dabei. Gönnt euch einfach. Dann würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.